Am Start. Elki hat hier gerade. Alter. Jetzt geht's rund. Ich merke schon. Jetzt geht es rund. Wir haben auch. Haben wir noch Kugelfische? Oh, der Hamster ist sehr hungrig. Ja, unpraktisch. Oh, aber der stinkt auch richtig. Ist es der Zeitpunkt, wo ich mir schon das Hamsterfieber hole? Oder ob vielleicht. Oh, mein Loot ist eine gute Idee. Oder möchte jemand anders den Hamster füttern? Ich habe Angst. Ich glaube auch. Ich fütter den einfach mal kurz. Futter auffüllen. Oh nein, Gruvami hat auch ein paar aufs Maul, gerade jemandem aufs Maul gegeben. Futter auffüllen. Das machen wir jetzt einfach mal bei beiden Hamstern. So, Gruvami, wem hat Gruvami gerade ein paar? Alter. Jetzt kriegt Gruvami hier Ärger. Aber wen hat's erwischt? Wer wurde hier? Oh Mann, oh. Ja, mal gucken. Ja, ich speichere sofort. Genau. Speichern und... Oh, Bastian. Bastian auch? Bastian hat auch zugeschlagen. Oder beleidigt ihr euch erstmal einfach nur? Ich speichere und gehe aufs Klo. Ich muss nämlich wirklich jetzt aufs Klo. Oh Mann, ey. Wer ist denn das? Bastian und Ölmer? Oh, shit. Guck mal, das sind erstmal nur böse Worte. Nee, Mia. Oh, dang it. Mia und Bastian haben hier ein heftiges Wortgefecht. Das ist ja noch harmlos. Beleidigen könnt ihr euch ja. Also da habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Wenn ihr euch die ganze Zeit aufs Malu gebt, das ist dann schon ein bisschen... Das finde ich schon schlimmer. Oh. Hatte Xiana mal Haare auf dem Kopf? Hat jemand Xiana die Haare vom Kopf gerissen? Oh. Gut, irgendjemand hat dafür gesorgt, dass Xiana keine Haare mehr hat. Irgendjemand hat... Entweder wurde Xiana kahl rasiert oder die Haare vom Kopf gerissen. Oh Gott! Alter, kommt die Nadine und die gibt dir einfach direkt einen Kinnhaken. Nadine, sie so... Ja, ja, sowas geht auch. Alter. Also anzünden könnt ihr euch auch. Vielleicht wurden die auch abgefackelt. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Aber, Alter, Nadine kommt einfach und gibt einfach direkt einen Kinnhaken. Wir haben es einfach auch direkt gesehen. So, Laura wurde jetzt als Gangster bezeichnet. Ich lasse euch das einfach mal so hier vielleicht so stehen. Denn hier passieren, glaube ich, wilde Dinge. Wir speichern und ich gehe mal kurz pinkeln. Ich bin sofort wieder da. Oh, Manu. Speichern, pinkeln. Gluti, das ist jetzt der Zeitpunkt, um Pipi machen zu gehen. Ich bin sofort wieder da. Da kommt der Wusti angerannt. Nein! Ich gehe nur kurz kacken. Fanny, do the walla cake, Grange. Hallo. So. Oh. Was, hier wird schon wieder gefurzt? Hallo, wer furzt mir hier schon in den Chat rein? So, ist irgendwas passiert? Habe ich... Oh Gott. Oh Gott. Gab's hier schon wieder Tote? Gab's... Oh. Senatorin Lea. Ihr beleidigt euch einfach. Es wird einfach hardcore durchbeleidigt. Oh, TJ sagt, komm mir nicht zu nah. Zu Laura. Die Laura. Die will's aber wissen. Okay, wir können ja einfach mal hier so blind rein. James. Guck mal, James hält sich irgendwie aus allem raus. Das ist so eine zarte Seele. James hat da gar keinen Bock drauf, irgendjemanden zu beleidigen oder ähnliches.
Ja, Xiana hat halt einfach keine Haare mehr. Ich würde schon gern wissen, wer das war. Ich weiß auch nicht, ob wir das Fuma! Ja, ja, warte mal. Hier, das müsste es sein. Ja, okay, ihr wurdet einfach... Ja, aber man sieht halt nicht, wer so... Oh, exposed! Was ist denn jetzt los? Was tut ihr hier schon wieder? Was tut ihr hier? Alter, so, ich würde sagen, ich mach mal... Ich bin wütend, weil ich vom Hamster gebissen wurde, oder was? Köstliche Häppchen, weil Nager gefüttert. Wütend, weil... Ein neuer Feind. Oh Gott. Leute. Habe ich jetzt beide Hamster gefüttert? Hunger okay? Ist der auch gefüttert? Hunger okay. Ich glaube, wir haben beide Hamster gefüttert. Futter auffüllen. Ich kontrolliere das nochmal kurz. Futter auffüllen. Okay, beide Hamster wurden gefüttert. Das ist bestimmt eine Taktik von James. Könnte ich mir vorstellen, ja, dass das eine Taktik von James ist. Einfach im Hintergrund. Ganz still und Rakiro und Schnadinchen haben sich angelegt. So, ich würde sagen... Die Lauchzwiebel. Die echte Lauchzwiebel ruft mich schon wieder an. So. Wo ist denn nur für diesen Sim? Nur für den Sim. So. Was macht Lucky Lucy? Die mögen sich alle nicht. Guck mal, hier gibt's doch so lecker Schmecker Kugelfisch. Oh Gott, die Katzen haben aus voll. Franzi, wie siehst du? Alter, die Franzi hat noch mal eine oben drauf gekriegt. Die Franzi war doch schon im Heilungsprozess. Und die Franzi hat einfach noch ein paar drauf gekriegt. Alter, das sieht... Alter. So. Was haben wir hier hinten los? So, Schnadinchen beleidigt irgendjemanden? Ich glaube, das könnte Ulva sein. Ulva hat auch ein echt rockiges Outfit an. Wir können ja mal, es wurde sich ja sowas wie Metal gewünscht. Wir können ja mal umschalten auf... kann ich nicht... Nebel, Lautstärke, Stereoanlage, Sender wechseln. Sender wechseln? Ja, Sender wechseln. Haben wir hier nicht mehr Pop, Retro? Da kann ich an so einem anderen Lautsprecher irgendwas Heftiges anmachen? Einschalten? Mehr Auswahl? Hier, Metal! Da gibt's ja auch extra Eigenschaften. Butter mit I, ja. Butter mit I. So, wer geht denn hier eine Tonne umtreten? Nein, hört doch mal auf. Das bringt doch halt überhaupt nichts, das mit dem Tonne umtreten. Mädchen. So, Mandy. Was ist los? Ach, Mandy, nicht so traurig gucken. Es ist ein Festival. Das macht Spaß. Da muss man nicht traurig sein. Exposed. Attention. Alexandra, Alter. Okay, aber das sind nur die Beleidigungen. Nur Beleidigungen. Das, Alter. Oh, Mann, ey. Franzi ist echt ein bisschen... So, Markus. Der Markus ist hungrig. Es gibt Kugelfisch, Nigiri. Es gibt doch alles Mögliche. Oh, Xiana. Xiana. Ach, guck mal, Xianas Haare sind zurück. Ui, Xiana. Haare sind wieder drauf, dafür zwei blaue Augen. Was ist hier passiert? Gruvami? Was macht mein Sim jetzt? Gar nichts. Ich habe ihr eigentlich jetzt freigestellt, dass sie jemanden töten darf, ne? Der Melara, die steht hier auch ganz alleine. Och, Mano. Wen haben wir schon? Pia? Ja, pinkeln. Ja, dann geh doch mal.